hier schon mal nicht. Immerhin ist es diesmal hell, aber so wirklich viel mehr sieht man auch nicht. Es ist so diesig. Das Timing war gut, ja. Okay, hier waren wir noch nicht drin. Alles so schleimig hier. Na komm, der bricht sich doch gleich was. Nee, er bricht sich nichts. Wow. Aber es ist hier irgendwie alles so ein bisschen Looks like I'm past them. bisschen schief. Hier ist doch gleich wieder Fatty McFatFat. Da könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt. Er ist gleich hier. Na, klappt das? Nee. Einmal so. So, das klappt. Ui. Moment. So. Da kommen wir nicht an. Arm zu kurz. Keine Arme, keine Kekse. Wenn wir das so machen. Das klappt, glaube ich, besser. So. Where the fuck am I now? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Oh. Lüdi hat viele Kekse. Oh, Lüdi! Ich habe dich schon immer gemocht. Bäts Beine. Toll. Für ein dusseliges Papier sind wir jetzt hierher gekommen. Da unten könnte ich mir die Hände waschen. So. Einmal an dem blank rasierten Badbein vorbei. Können wir die mitnehmen? Nein. Hier sieht's aus wie bei Frau Hempel persönlich. Oder Herrn Hempel, je nachdem. Oh, da ist ein Tor. Da gehen wir doch mal durch. Immer eine gute Idee hier. I've never been in here. It was always locked. Ist die Kirche, oder? Nee. Wow, looks really old. Somehow it's out of place out here in the middle of the woods. I wonder why they built something so vast. Einmal luschern. Infotafel. Gut, Friedhof. Ist jetzt gerade keine neue Info. Ich glaube, wir haben hier noch einen QR-Code. Wenn wir ihn schon sehen, nehmen wir ihn auch mit. It's locked. I don't have any business in there. Ja. Wir können uns da ja schon mal reinlegen. Ich glaube, so falsch sind wir da nicht. Auch nicht. Er will gerade keine Blümchen. Es gibt hier aber auch keine Piepsis oder so, ne? Das Papier nimmt er mit, den Becher lässt er stehen. Weil das Papier natürlich viel nützlicher sein kann als ein Becher. Ich hoffe echt, ich verlaufe mich hier nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man das kann. Wir gehen erstmal nach oben. Da haben wir Überblick, hoffe ich. So, Lüdi verteilt eine Runde Kekse im Chat. Das ist lieb von dir, Lüdi. Bewirte mal die Gäste.
Achso, hier geht's weiter. Ich dachte eben schon Sackgasse. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind, ne? Aber es ist irgendwie erspeichert. Dann sind wir bestimmt richtig. Is that you? Was? Ach, da oben geht jemand. Das ist bestimmt Eleonora, oder? Ich habe die eben gar nicht gesehen. Wieso sieht er die so früh? Don't you dare take another step. What are you doing there? You think you could play us all like your little toys? What the hell's gotten into you? You're in serious danger, Elle. Oh. Am I? Is it the same danger your daughter was in? Or are you just feeding me lies to make yourself look relevant? Eleonora, stop it. Somebody stole my cell and sent you a message. If I hadn't gotten here first, who knows what would have happened? Oh. But you certainly got here first. You might be disappointed, but I'm finding your scary costume childish and over the top. Oh, shit. And your little acting bit was a little too revealing. I'll never forgive myself for helping such a fucked up and disgusting monster. I should have known right away when you lied to me about Alexander. Now it's all too clear. Shut up. It was not me. That thing you met was... Really? You shut up, Daniel. I've had enough of you for more than one lifetime. And the letter you gave me yesterday, the one she wrote you, I did the worst thing possible. I read it. Brief? You have a letter from Stella? Okay, ich habe ihn also nicht vergessen. So now you want it back. Just take it. It's in my pocket. Don't! Okay. Ja, ich meine, da unten ist Wasser. Wie kommen wir? Ah, da geht's runter. Okay, wir waren es ja definitiv nicht, ihr den Brief gegeben haben, weil ich dachte eben schon erst, ich hätte den Brief aus der letzten Session vergessen, weil sie ihn erwähnt hat. Ich so gedacht, hä, Brief? Wir haben ihren Brief gegeben? Da kann ich mich nämlich nicht dran erinnern, aber er ja anscheinend auch nicht. Also, entweder habe ich zu viel Ähnlichkeit mit Daniel, oder aber es ist wahr. Ach, da kommen wir runter. She's just floating there. This is impossible. Sie hat ganz schön abgenommen. Dress from our challenge. Who put it here? I have to search further for her. Ich will den Brief. Das ist irgendwie creepy. Ja, erleuchtete Wege. Ich hoffe, wir können so lange die Luft anhalten. Ich hoffe, es ist jetzt ein normaler Ladepunkt und nicht, dass wir irgendwie krepiert sind, aber... Ja, nee, okay. Ich wollte gerade sagen, aber eigentlich wird uns dann ja erstmal Damage angezeigt. Kann man mal machen. Sollte man nicht, aber okay. Ja, das verwirrt wirklich noch mehr. Das stimmt schon. Man kann dem Spiel sowieso schon sehr schlecht folgen. Ich habe ein ganz blödes Gefühl. Alter, es sieht eigentlich ziemlich cool aus, aber ich will nicht hier sein. I'll wait until my clothes dry a bit. Ja, genau. Nimm dir Zeit hier in der Höhle. Kein Ding. Ah, that's much better. Gut. Schön, dass es dir besser geht. Ich möchte Kloppo nicht begegnen. Ich hoffe, es ist laut genug, dass ihr das Flüstern auch gehört habt. Alter, war das gerade ekelhaft.
Hier ist wieder etwas laut. Oh, ich möchte echt nicht Kloppo begegnen. Ihr hört das auch, oder? Ach was, ist doch schön hier. Genau. Hast du jetzt wieder saubere Hände? Das ist eine gute Frage. Ich kann das ja gerade irgendwie nicht gucken. Kloppo hat Urlaub. Das find ich gut. Kloppo hat Urlaub. Sonst sich gerade auf Malle. In Badehose. Bats blanke Beinchen. Oh, das ist gut. Bats blanke Beinchen. Hier sind so viele Rohre. Oh. Achso, ich kann ja auch einfach mal das Lämpchen benutzen, ne? Okay, hier geht's nicht weiter. Wirklich unangenehm hier. Das muss man ja mal sagen, ne? Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Es hat gerade eben schon wieder kurz geflüstert. Oh nein, rote Lichter sind immer so... Oh, nee. Ich verhandle gerade für ein Originalfoto für Bats blanke Beine. Finde ich super. Ich vertraue ganz deinem Verhandlungsgeschick. Looks like the bunker keeps on expanding. Wenn man drehen kann, drehen wir. Okay. This stuff is burning hot. I could use it to start a fire. Okay. Ach, jetzt ist auf einmal doch was. Ich guck gleich mal, was wir damit machen können. Erstmal muss ich hier alles drehen. Und dafür muss Xyra dann sicherlich Outlast spielen. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Ich kenne doch Bat und seine Ideen. Nee, oh Gott. Ich habe das gesehen. Nach rechts dürfte ja eigentlich... Ich mach mal nach links alles. Ich mach mal alles nach links. Ich glaube, nach links ist immer offen, ne? Das lasse ich dann links. So. Achso, und jetzt einmal gucken. Okay. Achso. Ja, gut. Schön, dass wir das haben. Kann ich das hier irgendwie mit benutzen? I need to reach there without touching this crap. I think I have an idea. I just need to find some wood. Okay, zeigt er uns die Idee? Ja. Holz? Ah, das Kreuz. Dieses auffällige Kreuz, das wir gesehen haben. Als wenn ich jetzt noch wüsste, wo das war. Hier unten? Ne, hier kommen wir her. Ich sag ja, mein Orientierungssinn. Da. Haha. Einmal aufknipsen hier. Und einmal aufdrehen.
Okay, this wood is just what I needed. Wer ziert sich? Das habe ich mir schon gedacht. Will das so alle Teile... Nee. Also ganz ehrlich, Five Nights, es bringt mich wirklich um. Das... stimmt, Rannagel? Alles klar. Oh, sogar diesmal zwei Nägel auf einmal. Ja, jetzt haben wir es. Komme ich jetzt auch wieder raus? Gut. Runter. Wieder mit dem Kopf gegen die Wand. Hier ist das Schild. Das Schild nehme ich mir hier jetzt mal als Orientierungspunkt zum Ofen. Ja, ihr seid ekelhaft. Das wissen wir doch. Das weiß ich doch, mein Schatz. Deswegen habe ich es auch Bert geschenkt. Ich finde das super sozial von dir, CBL. Total gut. Er hat jetzt soweit alle Teile. Bis auf die VR-Version. Oh Gott, die muss... Oh, die muss so schlimm sein. So, nee, das wollte ich nicht. Jetzt haben wir das Ding. Okay, jetzt... Was machen wir damit jetzt? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Kommen wir hier noch irgendwo hin? Achso, ducken. So. Gehen wir erstmal hier rum. Er speichert. Zurück mit dir. Das geht nicht. Unlogisch. Nope, nope, nope. Nein. Nein, Megaspinne. Oh Gott, ich darf jetzt echt nicht runterfallen. Hier ist ein kaputtes Rohr. Können wir aber nichts... Da oben können wir was mitmachen. Das war jetzt nicht so gut. Haben wir noch alles? Ja. Wo sind wir? Direkt hier, okay. Oh Gott, es ist einfach so widerlich. Und das Geräusch dazu, das kann man mir doch nicht antun. So, haben wir da irgendwas, damit wir... Das strömt also Gas aus. Okay, das ist ja schön zu wissen. Ganz vorsichtig. Ja, wenn man jetzt so hinguckt, sieht man es auch. Kann man das hier irgendwo... Da war ich doch eben der Meinung, dass ich da was gesehen hätte. Das ist wieder so typisch. Sowas kann wieder nur mir passieren. So. Ich weiß gar nicht, warum wir das gerade machen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Einfach, weil wir es können. Irgendwas wird das schon tun, wenn wir es können. Ich weiß gerade nicht wozu, aber ich lasse das jetzt gerade mal so. Oh Gott, jetzt weiß ich, dass hier dieses Riesenspinnvieh ist. Und das ist ganz schlimm. Zumindest ist es heller, ja. Das stimmt, aber... Okay, ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Fucking bastards, I hate them so much.